Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen im neuen Cocktailvideo. Und das am Sonntag, Leute. Ja, es ist jetzt bei mir gerade Sonntagabend 6 Uhr. Ich bin zurückgekommen. Wir waren mit Marina in Berchtesgaden, Grenze Österreich, da so die Ecke, der wo es nicht kennt. Und zwar hatte Marina Geburtstag. Marina hatte gestern Geburtstag und wir haben am Donnerstag schon überlegt, was könnten wir am Wochenende machen. Wir wollten erst nach Hamburg und zwar habe ich hier ein Fahrzeug, das muss nach Hamburg zum TÜV. Leider hat es mit dem TÜV nicht geklappt und die TÜV-Prüfer sind alle irgendwie in Urlaub und ein Chaos auf jeden Fall, haben wir gesagt, wir lassen es bleiben. Schaffen wir jetzt nicht und deswegen habe ich dann zu Marina gesagt, beziehungsweise Marina hat gesagt, lass uns wieder Berchtesgaden fahren. Da war es wunderschön und wir haben auch noch nicht alles gesehen. Und dann sind wir da hingefahren und ich wollte schon immer mal, ich bin ein bisschen, muss ich sagen, so ein Zweiter Weltkrieg-Freak, es beschäftigt mich immer so, ich finde das geil, ich gucke das gerne, was damals im Zweiten Weltkrieg so alles passiert ist. Ich bin ja in Polen aufgewachsen, ihr wisst ja selber, und da waren ja überall auch noch Bunker, ich kenne es ja nicht anders und das hat mich, dieses Thema beschäftigt mich mein Leben lang. Finde es halt geil, sag ich mal, was damals so alte Panzer und Säle und so Zeug, das interessiert mich einfach. Alte Bunker, wahrscheinlich, weil wir als Kinder schon in den alten Bunkern dann rumgesprungen sind. Und ich habe gesagt, ich wollte schon immer mal nach Obersalzberg, da ist ja damals der Adolf Hitler, war ja sein Privathaus da oben, Berghof, ist aber alles bombardiert worden. Die Amis haben es damals kaputt gemacht, aber das Kehlsteinhaus ganz oben, was er damals da für sich gebaut hat, die haben ja da eine Riesenstraße gebaut. Ich glaube, das hat damals irgendwie 30 Millionen Reichsmark gekostet, nur für den Adolf da die Straße da hoch, die 8 Kilometer zu diesem Kehlsteinhaus. Und dieser Fahrstuhl, da ging da so ein... Da ging so ein 150 Meter lang, ich glaube ich, langer Tunnel bis zu diesem Fahrstuhl. Dann konntest du noch mal irgendwie 100 Meter mit dem Fahrstuhl in dieses Kehlsteinhaus hochfahren. Und da wollte ich schon immer hin. Wir waren schon zweimal oben, es war aber kurz vorm Winter und da war alles geschlossen. So, und jetzt habe ich zu Marina gesagt, weißt du was, dann fahren wir da hoch. Und ich gucke mir dieses Kehlsteinhaus mal an. Wir können die Rodelbahn mit dem Kleinen fahren, da gibt es eine Rodelbahn. Dann gibt es noch andere Bahnen, da kannst du auf den Berg da hochfahren mit diesen Aufzügen da. Und also es gibt jede Menge dort zu gucken. Königssee wollte ich auch mal eine Runde durchfahren. Will ich eigentlich mit den Jungs, habe ich schon immer gesagt, eigentlich so eine Wanderrunde machen. Habe ich zu Max schon gesagt, lass uns mal so eine Wanderrunde machen, da um den Königssee rum. Wir nehmen ein bisschen Proviant mit, wir nehmen ein paar Schlafsäcke mit und machen so ein bisschen 2-3 Tage mal einfach mit den Jungs so ein bisschen auf Natur. Finde ich geil. Max findet es auch geil. Arnold auch, der hat auch Bock, sagt, da lass uns mal einfach in die Berge irgendwo weglaufen. Macht bestimmt eine Menge Bock. Und das wollen wir auch noch machen. Aber jetzt war ich mit Marina auf jeden Fall Obersalzberg und habe mir das Kehlsteinhaus und so angeguckt. Und ich habe ein bisschen die Kamera mitgenommen und ich nehme euch da ein bisschen mit. Ich weiß nicht, den einen interessiert es vielleicht. Es gibt ja viele, die auf so diese alte Geschichten stehen. Es waren verdammt viele Besucher dort, Leute. Richtig, richtig viele. Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber ihr werdet es ja auch gleich sehen im Video. Ich habe auf jeden Fall die Kamera mitgenommen. Ich schneide es euch ein bisschen zusammen, was ich so gesehen habe. Ich werde vielleicht so ein paar alte Bilder mit einfügen, noch wie das jetzt aussieht, wie das damals im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, bestimmt, beziehungsweise vorher, weil 1945, soweit ich weiß, kamen die Amis, die haben alles bombardiert. Ja, und Adolf sein Haus damals, diesen Berghof, haben sie komplett bombardiert. Da ist jetzt auch nicht mehr viel übrig geblieben davon. Ihr werdet es gleich sehen, da stehen nur noch ein paar Mauern. Ja, ich würde sagen, Leute, Film ab. So, jetzt geht's da rein. 100 Meter Tunnel, glaube ich, ist das, oder? Bis zu dem Fahrstuhl. Leon, sag mal hallo. Hallo. Ich habe gesagt, wenn wir ganz auf dem Berg sind. Was hast du gesagt? Wenn wir ganz auf dem Berg sind. Das ist geil, ne? Jetzt geht's ab. Dann geht es mit dem Fahrstuhl hoch. Oh, wie lang ist der Tunnel? Hä? Das ist ganz schön lang, der Tunnel. Ich glaube, nee, 200 Meter oder so, bestimmt. So, dann geht's in den Fahrstuhl.
Das sieht doch anders aus. Ja. Wir fahren mal gleich mit dem Fahrstuhl. Heißt ja. So schön. Gold. Alles aus Gold. Fast, ja. Das ist der bekannte Fahrstuhl. Ich sterb schon. Warum? Ich hab Platzangst. Hast du Angst, Leon? Nö. Es ist alles wie geschmiert von mir. Okay. So, jetzt geht's hier wieder raus. Aber hier. Ach, du grüne Neune. Das ist mal eine Aussicht, hä? Hei, hei, hei. Berg da oben. Also die Aussicht ist schon brutal. Gell, Schatz? Mega geil. Also so Aussicht habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wirklich. War live. Richtig geil. Meter sind wir jetzt oben, gell? Ja. Und guck mal, und da unten ist das Kehlsteinhaus, Leute. Guck mal, das ist das Kehlsteinhaus. Das ist ganz, ganz bekannte aus dem Fernsehen und aus dem Internet und überall. Ja, da ist es, Leute. Da unten. Ist echt verdammt weit oben. Ja, da hatte Adolf damals seine Ruhe hier gehabt. Ja. Aber wirklich eine wunderschöne Gegend. Wunderschön. Gehen wir mal da runter. So, jetzt geht es den Weg hier runter. Ja, und so sieht das heute aus. 84 Stufen. Aber es sind echt sehr viele Besucher, gell, Schatz? Sehr viele, guck mal. Da fahren ja busseweise. Also Stunden, aller Stunde fährt ein Bus hoch, ne? Ja, das ist dieser bekannte Weg. Das ist dieser bekannte Weg, wo der Adolf schon hochgelaufen ist. So sieht es heute aus. Ja. Und so sah das damals 1940 aus. Also hier ist das Panorama wirklich unglaublich. Und hier geht es richtig den Berg runter. Also Leon, wenn du hier runterfällst, ne, wenn du hier abrutschst, bist du tot. Ehrlich, ohne Scheiß. Da rollst du komplett bis runter. Der Papa bleibt vielleicht in dem Nadelstrauch hängen. Ja, vielleicht. Also das geht schon steil runter, ne? Ja, Leon, also das ist gefährlich. Komm, geh lieber weg. Ich hab doch. Ich mag sowas nicht. Ich hab da echt Angst. Ich hab da Höheangst, ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf dem Video, aber hier geht's richtig runter, Leute. Komm, wir setzen uns mal auf die Bank. So, ja, setzt euch doch mal auf die Bank. Und dann machen wir da mal ein schönes Foto. Andersrum, Leon. So, jetzt gehen wir mal runter ins Kehlsteinhaus, oder Schatz? Wir gehen mal rein jetzt. Ja, so rum, also. Hä? Sollen wir mal da reingucken? Schau, was ist das denn?
Da will ich auf jeden Fall reingucken. Es riecht schon mal gut nach Essen. Da, aber warte mal, wir sind in der Küche, oder? Wir sind in der Küche. Oh, das ist ja groß. Das ist groß. Was ist das? Sonnenterrasse? Ah, guck doch mal, da ist der Adolf damals hier gesessen. Seht ihr denn? Hier ist der Adolf auch schon gesessen. Kann man auch schon runterschauen. Eieiei, da geht's aber auch runter. Der Ausblick ist schon Wahnsinn, ne? So, gehen wir mal da rein. Gucken wir mal da rein. Ah, das ist dieser bekannte Ofen. Das ist der. Der ist ganz bekannt aus der Bilder. Ah, da steht dieser Kamin. Ja. Der Kamin ist aus Marmor hergestellt, angeblich ein Geschenk des italienischen Diktators Mussolini. Also Leute, wir sind doch mal durchgelaufen jetzt. Ja, und haben mal angeguckt, wie das damals halt so war, wie das der Adolf hier alles so schön gebaut hat. Ja, war so ein bisschen einfach sein Rückzugsort, sag ich mal, ne? Damals im Krieg viel Stress gehabt und alles. Und dann hat er sich hier ein bisschen so auf den Berg zurückgezogen und hat hier einfach gechillt. Ja. Richtig geile Gegend. Aber heutzutage, was da los ist, Leute, guckt doch mal, wie viele Leute hier rumlaufen. Das ist Wahnsinn. Ja. Also Tourismus des Todes, ehrlich. Was hier abgeht. Ja, da würde ich wirklich gerne mal so alleine einfach durchlatschen. Schatz, wo gehen wir jetzt hin? Ja. Okay, kann man da irgendwo einen Kaffee holen, schnell? So Leute, ich laufe schon mal langsam runter. Marina und der Kleine sind auf der Toilette. Also ich finde es hier wirklich, Leute, ich wollte schon immer mal her. Ne? Ja, das war so ein bisschen, da hat sich der Adolf Hitler damals zurückgezogen. Ich finde es krass, was der Mann für eine Macht hatte. Der hat hier da hoch die Straße bauen lassen. Dann da dieses Riesengebäude oben auf dem Berg und mit dieser Aussicht. Ne? Ich finde es echt krass, was der Mann da für eine Macht hatte. Und der ganze Berg ist alles komplett unterbunkert. Ich habe zu Marina auch schon gesagt, wir gehen mal später runter, es ist nicht mehr so weit. Wir fahren ein Stück runter. Und da geht es zum Hotel zum Türken, da geht es ein bisschen so in die Bunkeranlagen rein. Das zeige ich euch mal. Auf jeden Fall, das ist so der ganze Berg. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, kann das nicht hundertprozentig sagen, aber da unten ist, glaube ich, das Museum. Und dann kommt noch das Hotel zum Türken. Und der ganze Berg ist komplett mit Bunkern voll. Also da konnte da überall vom Haus zu Haus, sag ich mal, flüchten halt. Ne? Er konnte vom Hotel vom Türken einfach flüchten und konnte in sein Haus flüchten, von seinem Haus wieder weiter den Berg runter und das alles unter der Erde durch Bunkeranlagen. Ne? Das ist echt Wahnsinn, was die damals hier. Da müsst ihr mal spaßhalber mal googeln. Das sind hier kilometerweite Bunkeranlagen. Komplett durch diesen Berg quer durch. Wahnsinn, was die damals da alles gebaut haben. Ne? Ja, 40 Sekunden mit dem Fahrstuhl hoch, gell, Schatz? 40 Sekunden mit dem Fahrstuhl hoch und ich glaube jetzt wieder runter. Ich weiß nicht, eine Stunde oder so, halbe Stunde, keine Ahnung. Das macht aber Spaß. Das macht aber richtig Spaß, da einfach mal so den Berg runter zu laufen. Ich finde das richtig mega. Guck doch mal, wie es da. Da kannst du da. Da runter und da wieder runter und da und wieder rüber und rüber, bis wir da unten sind. Und da kommen die Busse. Und dann geht es natürlich mit dem Bus wieder komplett runter bis in den Tal. Wir laufen und laufen und laufen. Schatz, wie weit haben wir es noch? Weiß nicht, wir sind erst 250 Meter gelaufen. 250 Meter erst? 340. Ach du Scheiße. Ja, wir laufen noch ein Stück. Aber es macht Spaß, Leute. Es macht richtig Spaß. Ja, schnappt euch die Familie, wenn ihr nichts zu tun habt am Wochenende und fahrt Berchtesgaden hier, Obersalzberg. Es ist unfassbar schön da oben, ehrlich. Es ist zwar viel los, aber sollte jeder mal gesehen haben. Ich finde es halt krass, was der Adolf damals hier, ich meine, was der für eine Macht hatte, muss ich sagen. Was der an eine Kohle hatte, der hat sich da einfach mal auf dem Berg so ein Ding da oben, so ein Restaurant und alles gebaut, um sich da einfach mal hinzusetzen, ein bisschen abzuchillen, sag ich mal, ne? Und
Die haben ja für ihn extra hier Tunnels rausgebuddelt und Straßen gebaut. Also unglaublich. Und dann die ganzen Bunkeranlagen komplett. Und der ganze Berg voll mit Bunker. Ich zeig's euch. Wir fahren auf jeden Fall mal runter. Ich zeig's euch auf jeden Fall mal. Ja, wir laufen noch ein Stück runter. Ich glaube, wir laufen noch 20 Minuten oder sowas. Unfassbar, unfassbar, was der Typ damals für Kohle und für eine Macht hatte. Sieht schon echt aus, oder? Hör doch auf. Ja, die lebt. So, nicht mehr lange. Da unten stehen schon die Busse. Es ist nicht mehr viel, Schatz. 10 Minuten noch vielleicht? 5 Minuten? 3, ja? Hoffentlich verpassen wir den Bus nicht. Dann müssen wir ganz runterlaufen. So, jetzt sind wir wieder runter an der Bushaltestelle. Und gleich kommt der Bus leer. 11.40 Uhr kommt der Bus, unser Bus. Dann können wir wieder runterfahren. 1 Kilometer waren es jetzt, schon gelaufen. Gemütlich 13 Minuten. 1 Kilometer, aber bergunter. Ja. Ja, da oben ist das Kehlsteinhaus, Leute. Da oben. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gefilmt habe, doch ich habe es, glaube ich, gefilmt. Da geht's ja. Und da geht's in den Fahrstuhl rein. In den Tunnel. Also hier geht's in den Tunnel rein. Dann, weiß nicht, 200 Meter vor. Und dann kannst du da hochfahren mit dem Fahrstuhl. Aber nicht schon wieder auf dem. Krass. Eine Gondel, eine uralte Gondel aus Baujahr 49. Die sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Ach du Scheiße, was meinst du, wenn der jetzt das Seil reißt? Ich brauch schon viel Gedanken gemacht. Und die Leute werden das Video auch nie mehr sehen. Ja. Aber schön, ja? So, jetzt fahren wir schon mal ein Stück. So Leute, jetzt sind wir hier zum Hotel zum Türken, glaube ich, hieß das. Hotel zum Türken, ja. Kommt da einer angeschossen. Hier ist so ein kleiner Wachturm, da gibt es auch richtig viele Bilder hier, wie die Soldaten hier noch standen früher. Und da kann man auch in die Bunkeranlagen rein, das versuchen wir jetzt mal. Da steht es auch schon. Wo? Ja? Bunkeranlagen. Ja, jetzt gucken wir mal, aber ich glaube, da ist zu, ne? So Leute, Pech gehabt. Bunkeranlagen geschlossen. Scheiße. Und ich wollte unbedingt mal da rein. Schade, jetzt ist es geschlossen. Und hier, wo der Weg ist, wo der Weg darunter geht, da war, beziehungsweise darunter, ich zeig euch mal, da hat der Hitler damals gewohnt. Das war der Berghof. Aber das haben die Amis ja damals bombardiert. Hier ist ein Riesenkrach. Die Leute schaffen hier. Ja, ich gehe mit euch mal dahin und zeige euch mal, was da übrig geblieben ist. Hier ist das Hotel zum Türken. Habt ihr gesehen, leider geschlossen. Ja, und hier geht's in den Wald rein, Leute. Und da war früher der Berghof vom Hitler. Das wurde aber bombardiert. Und
Ja, und ist einfach mit der Zeit alles weggetragen worden. Da stehen noch ein paar Grundmauern, glaube ich. Ich gehe mit euch einfach mal da rein und zeige es euch mal. Für die, wo die Geschichte so ein bisschen mitverfolgt haben damals. So, da oben sind ein paar Leute. So, jetzt gehen wir da mal ein bisschen in den Wald rein. So, schaut mal. Da stehen noch ein paar Grundmauern. Da ist ein Ausflug. Dieser bekannte Blick auf den Berg, ne, aus dem Adolfsheim. Großen Fenster aus dem Wohnzimmer. Ja. Das sind einfach nur noch die Grundmauern, mehr ist das nicht. So. So, ich laufe jetzt hier mal durch die Ruinen. Es sind ja wirklich nur noch Ruinen, also es ist nur noch das Grundgestell, was da übrig geblieben ist. Da laufe ich mal durch und dann laufe ich wieder zurück zur Marina und zum Kleinen. Ja. Ich füge trotzdem mal zwei, drei Bilder mit rein, wie das mal früher ausgesehen hat, wo es ganz war, wie es ausgesehen hat nach dem Krieg, wo sie es bombardiert haben. Die Amis kamen ja daher, ne? Die haben ja alles hier alles kaputt gemacht und natürlich Haufenzeug mitgenommen. Und ja. Ich weiß, soweit ich weiß, gibt es hier auch noch irgendwo Bunkereingänge. Ich weiß aber nicht wo. Da wollte ich auch schon immer mal gucken. Aber müsste ich erst mal googeln. Aber irgendwo geht es hier auch in die Bunkeranlagen, irgendwo im Wald rein. Aber wo genau, weiß ich nicht. Müsste ich erst mal googeln. So, jetzt geht's hier wieder zurück. Ja, Leute, das war's. Das war's. Oh, jo. Bin fast auf die Fresse geflogen. Ja. Früher waren hier natürlich keine Bäume und nichts. Ne? Das ist einfach so über die Jahre gewachsen. So, ich laufe wieder zurück zur Marina. Und dann geht es wahrscheinlich Königssee. Wollte mal eine Runde noch mit dem Boot fahren. Wir gucken mal. Leute, ihr habt es gesehen. Ja, ich bin auf jeden Fall ja wieder da. Ich bin wieder zurück. Wir sind vorhin erst gekommen und ich gehe jetzt nach Hause, schneide euch das Video schnell fertig, damit ihr heute vielleicht heute Abend oder morgen in der Mittagspause ein bisschen was zu gucken habt. Ich kann ja nur abends, ihr wisst ja, ich wiederhole mich jedes Mal, aber ich kann nur abends schneiden. Ich habe niemanden, wo mir das Zeug schneidet. Deswegen für euch irgendwann heute Abend zum Gucken oder morgen Mittag oder morgen Abend oder wie auch immer. Ja, leider Gottes, habt ihr gesehen, Hotel zum Türken damals, ich war schon mal dort, da sind die Eingänge für die Bunker, war geschlossen, weil scheinbar, also vor einem Jahr habe ich noch gesehen, das Hotel zum Türken stand zum Verkauf für 3,6 Millionen oder irgend sowas. So, jetzt habe ich vorhin mit Marina noch gegoogelt und zwar hat es wirklich jemand gekauft, die renovieren da irgendwie was. Also war das Ding geschlossen, man konnte nicht in diese Bunkeranlagen rein. Du kannst woanders im Museum in die Bunkeranlagen rein, aber da siehst du nicht viel, da kommst du nicht tief genug runter. Und beim Hotel, also im Hotel vom Türken, sag ich mal, da geht es so eine Wendeltreppe runter, kommst du in diese Bunkeranlagen rein. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sehen, weil ich war schon mal drin. Und soweit ich weiß, gibt es ja noch außerhalb vom Berghof irgendwo auch einen Bunkereingang. Das wäre aber geschlossen, ich weiß es nicht. Hätte ich Bock, da mal irgendwann mal so eine Tür aufzumachen und einfach da reinzulaufen, weil, Leute, da geht es kilometerweit komplett. Diesen ganzen Berg da, ne, das ist komplett unterbunkert. Also ich finde es Wahnsinn, was die da damals wieder natürlich gebaut haben für den Adolf. Wahnsinn wahrscheinlich, wie viele Leute draufgegangen sind, also verstorben sind, ne, bei dem Bau, weil der hat ja da einfach da diese, weiß nicht, wie ich es nennen darf, ne, Juden und keine Ahnung, irgendwelche Gefangenen genommen und um zum Buddeln halt. Ne? Also Wahnsinn, was da damals im Zweiten Weltkrieg abgegangen ist. Vor allem für einen Mann, so einen mächtigen Mann, was er sich da einfach für sich selber gebaut hat. Wahnsinn. So, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich quatsch gar nicht mal viel. Ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zuschauen natürlich.
Diesmal nichts von der Firma. Morgen geht's wieder ab in der Firma. Ab morgen wird schon wieder geschraubt, Leute. Ja, und das Wochenende habe ich euch ja gesagt, ich habe die Kamera mitgenommen, habe ein bisschen was zusammengeschnitten, dass ihr seht, was ich so gemacht habe mit der Marina. Marina hat ja Geburtstag. Und ja, trotzdem, vielen Dank für die, wo es gesehen haben, wo sich das in Ruhe vielleicht angeschaut haben. Für mich sehr interessantes Thema, Zweiter Weltkrieg. Für viele andere bestimmt auch. Für viele finden es bestimmt gar nicht. Oder ich sag mal, die jüngere Generation, die finden es bestimmt gar nicht mehr interessant. Ne? Aber ist egal. Leute, ich verabschiede mich und ich würde sagen, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich schneide euch bestimmt wieder ein paar Schraubervideos zusammen. Also nochmal, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Ne? Bis dann. Tschüss.